Hallo bei wetter.net. Kompakt. Eine Luftmassengrenze liegt heute quer über Deutschland und das bedeutet wieder erhöhte Unwettergefahr. Und das auch in der kommenden Nacht und morgen. Das schauen wir uns jetzt direkt mal etwas genauer an. In der Nacht zieht von den Alpen her neuer Starkregen landeinwärts und er breitet sich dann etwa bis in die Landesmitte und in den Osten aus. Und dabei ist teilweise wirklich mit heftigen Regen zu rechnen, mit unwetterartigen Regenmengen von über 40 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Auch im Norden und im Westen sind ein paar Schauer unterwegs, teilweise auch mit Blitz und Donner. Es gibt aber auch trockene Phasen. Die Temperaturen sinken auf 18 Grad an der Ostsee und bis auf 10 Grad in den südlichen Mittelgebirgen. Morgen ziehen diese Regenfälle dann weiter nordostwärts und teilweise entwickeln sich dann auch wieder kräftige Gewitter. Dadurch kann sich der Regen dann nochmal intensivieren, also morgen in der ganzen Nordosthälfte Unwettergefahr, besonders durch Starkregen. Zwischen der Nordsee und dem Saarland und auch in Baden-Württemberg beruhigt sich das Wetter dagegen etwas. Schauer lassen erstmal nach und dann kann sich die Sonne häufig durchsetzen. Am Nachmittag sind aber dennoch hier und da ein paar Schauer und ein paar kurze Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen erreichen dabei nur 17 Grad im Dauerregen. Am wärmsten ist es mit 26 Grad am Oberrhein. Am Samstag ziehen diese Regenwolken dann zur Ostsee ab und dahinter gibt es dann erstmal freundliches Wetter. Unter Hochdruckeinfluss zeigt sich verbreitet die Sonne. Doch von Westen ziehen dann ganz schnell wieder neue Wolken nach und auch die bringen wieder Regenfälle und teilweise kräftige Gewitter. Die Temperaturen erreichen dabei 21 bis 28 Grad. Am wärmsten ist es im Südwesten und im Osten, am kühlsten an der See mit auflandigem Wind. Am Sonntag schieben sich Schauer und Gewitter dann in die Nordhälfte. Im Süden ist es freundlicher mit längerem Sonnenschein. Diese Regenfälle ziehen dann in der Nacht wieder ab und so startet die neue Woche verbreitet erstmal freundlich mit sonnigen Phasen. Aber dann kommen im Westen und im Südwesten schon wieder die nächsten Wolkenfelder auf. Auch die bringen wieder Schauer und Gewitter. Die Temperaturen zeigen dabei ein deutliches Gefälle. Im Westen unter den Wolken gibt es teilweise nicht mal 20 Grad, dagegen an Oder und Neiße sommerliche 27 bis 29 Grad. Und im Südosten, da reicht es auch für Werte über der 30 Grad Marke. Deutlich heißer als diese 32 Grad wird es in den nächsten Tagen aber im Südwesten Europas. Und am Wochenende ist da tatsächlich auch ein neuer Temperaturrekord für ganz Europa möglich. Der bisherige Rekord liegt bei 48,0 Grad. Wann und wo dieser Rekord aufgestellt wurde und mehr zu dieser unglaublichen Hitze erfahrt ihr in unserem letzten Video. Ich setze euch hier den Link hin und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend. Macht's gut!